geht ab, Freunde? Euer Setti, ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 22 Trading Video. Ich habe von vielen Leuten aus meiner Community mitbekommen, dass sie zum Team of the Year viele, viele Coins in Upgrade Packs, in SBCs etc. gesteckt haben und dementsprechend, ja, man kann sagen, fast schon pleite sind, was die Coins angeht. Und genau deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ihr euch in kürzester Zeit von 0 auf 150.000 Münzen hochtraden könnt. Das Trading-Video umfasst insgesamt 3 Trading-Methoden, die ihr nacheinander machen müsst. Deswegen schaut unbedingt bis zum Ende, damit ihr genau wisst, was zu tun ist. Bevor ich euch jetzt aber Schritt für Schritt genau zeige, was ihr machen müsst, aktiviert diesen Kanal und abonniert die Glocke, um wirklich keine Trading-Tipps mehr zu verpassen. Auch ein Däumchen wäre ein Träumchen. Jetzt aber genug gequatscht, wir gehen rein. Let's go. Wir werfen erstmal wie immer einen kleinen Blick auf meine Transferliste, damit ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommt, mit welchen Karten wir traden. Ja, und ihr seht ja auch schon die ganzen Verkäufe, mit denen ich ja, mich von 0 auf mittlerweile 200.000 Coins hochgetradet habe. Wir haben hier 3 verschiedene Arten von Karten. Wir unterteilen das in 3 Stufen. Einmal traden wir uns bis zu 30.000 hoch. Wenn wir die 30.000 haben, traden wir uns auf 70.000 hoch. Und wenn wir die 70.000 erreicht haben, traden wir uns auf 150.000 hoch. Das Ganze schafft ihr ungefähr in 2 bis 3 Tagen, würde ich sagen, realistisch gesehen. Und natürlich geht dabei, wie immer, kein Risiko ein. Was ihr genau machen müsst, zeige ich euch jetzt auf den Transfermarkt. So, Step 1, ganz, ganz wichtig. Achso, was ich noch sagen wollte, ihr braucht natürlich so ungefähr 5.000 bis 10.000 Münzen Startkapital, was ihr euch durch Spielen zum Beispiel, ja, ergrinden könnt. Anders geht's natürlich nicht. Ihr braucht natürlich ein paar Coins, um euch die Spieler erstmal einzukaufen, mit denen ihr Plus macht. Aber dann macht ihr Folgendes. Ihr geht auf den Transfermarkt und geht auf die Bronze seltenen Karten. Mehr Filter braucht ihr da gar nicht einstellen. Und kauft euch diese Karten für maximal 200 Coins. Probiert sie am besten vielleicht sogar für 150 Münzen zu erbieten. Ihr könnt euch die aber auch für 200 Münzen sofort ersnipen. Wir gucken mal, wir sollten ja eigentlich direkt welche bekommen. Wir sehen es hier schon, das war jetzt gar kein Problem. Also gebt für diese Karten maximal 200 Münzen aus und kauft euch davon möglichst viele, dass ihr am Anfang eine volle Liste habt. Also am besten 90 bis 100 Plätze belegt. Schaut, dass ihr mit euren Coins gut haushaltet, dass ihr das hinkriegt und nach die Liste immer mehr füllt. Weil, Freunde, wir gehen hier wieder über die Masse. Heißt, wir verdienen nicht viele Coins pro Karte, sondern über die Masse der Verkäufe, die wir wirklich jede Stunde haben werden. Geht also hin, kauft euch die für 200 Münzen ein und wir werden jetzt hier nicht zu gierig. Wir verkaufen diese Karten nämlich. Wir wollen die ja schnell wieder loswerden und schnell Coins machen. Deswegen machen wir hier super Angebote. Und verkaufen sich für 350 Münzen per Sofortkaufpreis. Halt 150 Münzen pro Karte Gewinn. Klingt erstmal nicht viel, aber wir werden pro Stunde richtig, richtig, richtig viele Verkäufe haben, dass sich das lohnt. Ja, Freunde, also wirklich da wieder auf die volle Liste achten, stündlich anbieten und verkaufte Karten nachkaufen. Und das macht ihr so lange, bis ihr insgesamt 30.000 Münzen auf der Uhr habt. Wenn ihr euch die 30.000 Münzen mit der ersten Stufe ertradet habt, kommen wir zu Schritt 2. Und hier traden wir mit seltenen Silberspielern. Stellt also dazu die Qualität auf Silber selten und den Chemistry Style auf Basic, damit wir die Torhüter rausfiltern. Mit Torhütern wollen wir nämlich aktuell noch nicht traden. Und bei Maximalpreis stellt ihr den Preis auf maximal 300 Münzen, dass ihr euch wieder eine volle Liste machen könnt. Ihr habt ja jetzt 30.000 Münzen, heißt, ihr könnt jetzt 100 Spieler einkaufen für maximal 300 Münzen. Wenn ihr sie für 250 bekommt, ist es natürlich noch besser. Und da geht ihr jetzt hin und macht einfach wieder Massenbieten auf die Spieler für maximal 300 Münzen. Ihr seht, Freunde, wir haben uns jetzt die Karten für 300 Münzen hier erboten. Es ist auch wieder kein Risiko. Ihr seht, wenn ihr die abstoßen würdet, würdet ihr dafür fast die ganzen Coins wiederbekommen. Also das Risiko ist sehr, sehr gering. Und ihr geht einfach hin und macht jetzt einfach einen Verdoppler daraus. Ihr stellt die also für 600 Münzen Sofortkaufpreis auf den Transfermarkt drauf und 500 Münzen Startpreis. Das ist sehr, sehr easy möglich. Und ja, das macht ihr wieder so lange, bis ihr eine volle Liste habt. Kauft verkaufte Karten immer nach und das macht ihr wirklich so lange, bis ihr 70.000 Münzen auf der Uhr stehen habt. Wenn ihr die 70.000 Münzen mit der zweiten Methode ertradet habt, gehen wir rüber in Schritt 3. Und da gehen wir auf Qualität Gold häufig. Position EV einfach, weil diese Spieler oft für SBCs gebraucht werden und wir suchen uns einen der Top 9 Nationen. Ihr könnt die Spieler aus den Nationen auch mischen, ihr könnt euch eine raussuchen, das ist euch überlassen. Wichtig ist nur, dass es aus den Top 9 Nationen ist. Wir gehen einfach mal in Frankreich, Maximalpreis wirklich 500 Münzen, nicht drüber gehen und dann erbietet ihr euch wieder so viele Karten, dass ihr wirklich eine volle Liste am Ende des Tages habt. Wir bieten hier einfach mal mit und dann sage ich euch danach direkt, für wie viele die wieder draufstellen könnt.
Ihr seht, wir haben die Karten hier auch wieder easy bekommen und wenn ihr die erboten habt, Freunde, stellt ihr die wie folgt drauf. Hier kommt nämlich die 950er-Methode von mir wieder ins Spiel, die bei euch unfassbar gut klappt. Und zwar stellt ihr die Karten für einen Startpreis von 800 Münzen auf den Transfermarkt drauf und für einen Sofortkaufpreis von 950 Münzen, dass wir auch hier fast wieder die eingesetzten Coins verdoppeln. Achtet wieder darauf, dass ihr eine volle Liste habt und dass ihr die Karten stündlich anbietet. Und so könnt ihr euch dann in kürzester Zeit von 0 auf 150.000 Münzen Coins hochtraden. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr macht, bis ihr die 30.000 Münzen ertradet habt, benutzt ihr die seltene Gold-Bronzespieler-Methode. Ja, ganz, ganz wichtig. Von 30 auf 70.000 Münzen benutzt ihr die seltene Silberspieler-Methode und von 70 auf 150.000 Münzen tradet ihr mit Non-Rare-Karten. Und zwar nicht mit irgendwelchen Non-Rare-Karten, sondern mit Innenverteidigern. Und denkt daran auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren und diese Methode zu machen, weil übermorgen wird es ein neues Video geben, wie ihr euch dann weiter hochtradet mit den 150.000 Münzen. Also setzt es auf jeden Fall um, damit wir dann in 2 Tagen weitermachen können. Ihr seht, Freunde, es kann so einfach sein, sich die ersten 150.000 Münzen ganz easy und ohne Risiko zu ertraden. Wenn ihr Fragen zu einer dieser 3 Methoden haben solltet, gerne in die Kommentare, damit jeder von euch bekommt wieder eine Antwort. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Viel Spaß beim Trading, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Seth. We'll be right back.